Hallöle! Willkommen zurück zu GTA Online, Folge 143, stumpf und selbstbewusst und wie immer gut gelaunt. Geht's weiter. Ja, der Capture-Edisteller, Ersteller ein Capture ist nun verfügbar im Editor seit dem 11.04. Und das werden wir mal machen. Kampf! In einem Kampf-Capture kämpfen die Teams um Pakete, die sich für alle zugänglich im Niemandsland befinden. Wenn ein Paket erobert wurde, erscheint es wieder im Niemandsland und kann erneut eingesammelt werden. GTA! In einem GTA-Capture müssen Zielfahrzeuge, die über die Karte verstreut sind, gestohlen und in die eigene Basis gebracht werden. Cool. Verteidigen. In einem Verteidigungscapture müssen Pakete, die sich überall auf der Karte einschließlich der Basis der Gegner befinden, eingesammelt werden. Hä? Und in der eigenen Basis verteidigt werden. Okay. Überfall. In einem Überfallcapture müssen Pakete aus einer gegnerischen Basis gestohlen und in die eigene Basis gebracht werden. Was machen wir da? Das ist mit den Fahrzeugen. Machen wir erstmal ein GTA mit Fahrzeuge, wa? Oder noch Kampf? Klau dem Onkel das Auto. Machen wir. Capture Details. Ja, müssen wir erstmal eine Location finden. Die Akteure und so weiter, bla bla. Ja, wo? Das hätte ich mir vielleicht vorher überlegen sollen. Ich bin. Alter, jetzt fällt mir ja mal gar nichts ein. Am Strand. Gibt nichts Cooleres. Spaß am Strand. Wird schon klappen. So. Sieht doch alles ganz nice aus. Erstmal Platzierung. Peng. Hey Kids, ich bin Karl. Hey. Ach nee, warte. Packen das mal hier hinten hin. Stört's auch keinen. Falls das mal fehlfiziert wird, was ja eh nicht eintritt, doch. Doing, Lobbykamera. Teamstartpunkte. Das ist doch eigentlich eine nette Basis hier. Packen wir mal hier hin. Zack, zack, zack. Oh. Zack. 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 Was? Nur vier? Okay. Nein, 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 das stimmt gerade nicht. Das soll ein 16-Spieler-Ding sein, ist doch normal. Doing. Doing. Da haben wir sechs und da kommt noch einer hin. Und hier. Die Buschmenschen. So, Team 2 muss natürlich ein bisschen weiter weg. Machen wir eine kleinere Map draus. Die kriegen hier ihren Stützpunkt, obwohl er ist so ein bisschen. Vom Hinterhof, die Hinterwäldler. So, so, oh, Käsebrot. Ja, heute ist ja schon wieder eine Weile her, dass ich die Folge gemacht habe. Ihr wisst ja, ich voll produzieren so, ne, bla bla, hab ich schon tausendmal gesagt. Also wer mittlerweile, wer jetzt noch fragt, warum meine Folgen so kurz sind, ne, dann weiß ich auch nicht. Dann guck bitte die alten Folgen, dann hast du nicht alle gesehen bis jetzt. Uiuiui. Okay. Team Ablieferbereich. Das gewählte Team muss die markierten Objekte erreichen oder erobern, um weiterzukommen. Legt ein Team im Bereich für jedes Team fest. Boah. Team-Ablieferbereich, da blicke ich gerade nicht durch. Das gewählte Team muss die markierten Objekte erreichen oder erobern.
um weiterzukommen. Also ist das, ja, da ist der Ablieferbereich. Klar, für Team Blau ist dann eine Team Blau Basis. Logisch, oder? Nee, 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 nee. Neo, 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 neo. Neo, 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 neo. So, machen wir mal 24. Das geht doch klar. So, können die das hier überall abstellen? Oder hier eine Gasse? So, Team 2. Na, 24,1, aber egal. Natürlich auch an dem Spawnpunkt die Basis. Obwohl. Ist ein bisschen doof, ne, weil. Die spawnen ja dann direkt da wieder. Oder warte, nur so kann ich ja hinterher noch ändern. So, die kriegen hier ihren. Ja, da. Ah! Okay. Cool. Dann spawnet nicht direkt da, das ist dann nur der Startspawn. Ein bisschen auf Entfernung. Team Respawn Bereich. Die respawnen dann hier, damit sie nicht direkt da wieder sind und welche, die vielleicht was klauen wollen, abknallen. Wie gesagt, ich will das ja ein bisschen kleiner halten. Müssen die Abstände natürlich fair halten. Warte mal, wie ich den jetzt hier hinpacke. Hoffentlich wird er nicht überfahren. Hey. Aber wie passt das so von der Abstände her? Das Team ist ein bisschen weiter weg noch. So geht das eigentlich. Geringe Abstände, jo. Capture-Fahrzeuge. Typ Dilettante legt die Art des Fahrzeuges fest, das aus der Geldkategorie war. Easy Dilett. Ach so. Beschriftung. Ahahaha. Wie sollen die nicht den einen Streifenwagen hier? Voll hohl. Um was soll es sich denn handeln? Dö, Sportwagen? Ui, sind ja neue. Ah. Hey Kids. So. Eins. Boah, der Voltig ist zum Erbrechen, der Wagen. Ja, hier gehört ein Ghetto-Auto rein. Mananana. Nee, das ist alles nicht Ghetto hier. Obwohl der hier, der kommt schon relativ ghettohaft. Ghettohaft.
So, da haben wir zwei. Mal eins, worum sie sich direkt prügeln, hier so. Falsch geparkt direkt. Jackal. Legt fest, ob dieses Team in diesem Capture-Objekt Punkte erzielen kann. Ja, die sollen sich um die Autos prügeln, die können alle jeden Wagen erreichen. Hä? Ist das nice? Naja, ich werde das Ding ja mal fertig machen. Ich will euch ja nicht hier alles zeigen direkt. Damit ihr das spielt mal hin und wieder. Ja. Wäre ja halt gespoilert, ne? Gucken, wir werden es irgendwann mal zusammen zocken dann. Wenn es fertig ist. Und ich sag dann erstmal bis zur nächsten Folge. Euer Onkel. Ciao.